Einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen auf der Messebühne Thema Musik live von Deutschlandradio, von der Neuen Musikzeitung und vom Deutschen Musikrat. Meine Gäste hier auf der Bühne kommen alle aus Stuttgart, vom Stuttgarter Jugendsinfonieorchester. Und ich begrüße sehr herzlich den Leiter des Jugendsinfonieorchesters, Alexander Adjate. Hallo. Guten Morgen. Und neben mir steht Alicia Pfändner, spielt Violine. Der Alexander Tanunin spielt Bratsche. Und dann haben wir noch einen Trompeter, das ist der Benedikt Kasprig. Herzlich willkommen. Wir sprechen über den Jugendorchesterpreis der Jeunesse Musicale Deutschland. Den gibt es jetzt seit 15 Jahren. Und es ist ein bisschen ein besonderer Wettbewerb, weil es da nicht in erster Linie darum geht, dass ihr ganz, ganz toll spielt und dass ihr ein super musikalisches Ergebnis habt. Darum geht es auch. Aber es geht eben auch darum, dass Jugendorchestermitglieder in die Verantwortung genommen werden sollen. Sie werden dazu motiviert, selber was zu machen, selber zu gestalten, eben nicht nur in die Probe zu kommen und dann wieder nach Hause zu gehen und alles andere macht schon der Dirigent oder irgendjemand anders, sondern sie gestalten ihr Konzert, ihr Programm, alles drumherum, die Organisation selbst. Und ihr, also das Jugendsinfonieorchester Stuttgart, ihr habt jetzt schon mehrfach an dem Preis teilgenommen und in diesem Jahr auch wieder zum Jubiläum. Und meine erste Frage deswegen an euch, ihr seid ja die Macher sozusagen oder Teil des Macherteams. Warum macht ihr das? Ich stelle mir vor, dass es für euch wesentlich mehr Zeitaufwand ist, als wenn ihr einfach nur zur Probe kommt. Was bringt euch das? Was motiviert euch dazu, jetzt schon mehr zum wiederholten Mal teilzunehmen an dem Wettbewerb? Ja, es ist eine ganz interessante Erfahrung, auch selber mal ein Konzert auf die Beine zu stellen. Davor spielen wir immer nur mit im Orchester. Wir kriegen unser Programm von unserem Dirigenten vorgesetzt, können nichts dagegen sagen. Aber so könnten wir unsere Stücke selber auswählen und noch dazu unser eigenes kreatives Programm ausdenken. Also nicht nur ein normales Konzert spielen, sondern wir haben uns noch dazu mehr ausgedacht. Und das war ein sehr interessanter Prozess auch. Also ihr habt sozusagen Programmgestaltung, also Programminhalt, die Stücke, die ihr spielt und auch das Drumherum habt ihr euch selbst ausgedacht. Genau. Mhm. Und jetzt vielleicht erzählt einer von euch mal, was ihr gemacht habt. Genau, also wir haben gedacht, wir gestalten das ein bisschen interessanter und haben dann gedacht, wir machen einfach ein Theaterstück daraus, haben das ein bisschen an die Fernsehserie Doctor Who angelehnt und dann kommt so der Doktor von dem anderen Planeten, der kommt in unser Konzert rein. Und der kennt halt keine Musik und findet es dann ganz toll, wie wir spielen. Und dann beschließt er halt, eine Zeitreise zu machen, weil er hat so eine Zeitmaschine, die TARDIS. Und dann macht er eben diese Zeitreise durch die verschiedenen Epochen und trifft da dann auf die Künstler. Also durch verschiedene Musikepochen, oder? Genau. Mhm. Und dann trifft er halt auf Debussy oder sonstige Komponisten. Genau, und wir haben dann gedacht, um das halt so kreativ zu machen, dann haben wir halt so ein paar lustige Witze reingemacht oder sowas, dass halt einfach interessanter wird. Mhm. An welches Stück habt ihr gespielt? Ja, also wir haben zum Beispiel Mozart gespielt, die Ouvertüre von der Zauberflöte. Debussy haben wir auch gespielt, Claire de Lune. Und auch viele andere. Und der Doctor Who, der ist sozusagen durch diese Epochen geleitet worden. Und hat das jemand von euch moderiert oder wie ist das gelaufen? Oder habt ihr richtig Szenisches gemacht? Also wie kann man sich das vorstellen? Also wir hatten für das Konzert extra Schauspieler auch gesucht, die dann die Komponisten und diesen Doktor gespielt haben. Zum Doktor, der Doktor hat am Anfang eine Begleiterin aus dem Orchester mitgenommen, die davor im Orchester saß und Bratsche gespielt hat. Und diese hat ihn dann durch die Zeit geleitet. Mhm. Also es fing dann damit an, dass wir die Zauberflöte gespielt haben und dann mitten in der Zauberflöte ist der Doktor dann mit seiner Zeitmaschine gelandet in unserem Konzert. Dazu kam dann noch so eine chaotische Musik, seine Zeitmaschine macht da immer solche Geräusche. Und dann hat er eben uns gesehen im Konzert und es hat ihm so gefallen und dann sind sie zuerst zu Händel zur Feuerwerksmusik gereist. Und jetzt dieser ganze, das hört sich ja ziemlich komplex an, diese ganze Geschichte, da hat ja wahrscheinlich ziemlich viel Zeit drin gesteckt, sowas sich auszudenken, vorzubereiten, also erstmal die Idee zu haben und dann auch zu gucken, wie gestalten wir das, also wie machen wir die Texte und so weiter.
Wie war das denn? Wie ist das entstanden? Wie viele Leute waren da beteiligt? War das ganze Orchester beteiligt? Gab es eine Gruppe von ein paar Leuten, die gesagt haben, wir machen uns da jetzt dran, wir gehen abends mal ein Bier trinken und werden kreativ? Oder wie ist das? Wie habt ihr diesen Prozess gestaltet? Ja, das war wirklich ein interessanter Prozess, weil es am Anfang aus einer Idee aus dem Blech auch kam. Und dann hat sich das mit der Zeit eben so entwickelt, in einer Gruppe von 5 bis 6 Leuten. Wir haben uns dran gesetzt, haben überlegt, wie können wir das Konzert gestalten? Wollen wir jetzt was mit Schauspielern machen? Wollen wir auch einen Chor dabei haben? Solche Dinge haben wir uns dann überlegt und sind dann letztendlich dazu gekommen, dass wir uns überlegt haben, wir machen ein Drehbuch und holen uns Schauspieler, die dann diese Geschichte erzählen, und dazu haben wir dann die Konzertstücke, mit denen wir die verschiedenen Epochen abgedeckt haben. Und dann seid ihr als Gruppe sozusagen in das Orchester zurückgegangen und waren die Leute alle begeistert oder haben die eher so gesagt, so ein bisschen misstrauisch, oder wie waren die anderen sozusagen eure Leute, die dann nicht in der Entstehung dabei waren, haben sie das gut gefunden? Ja, also wir haben unsere Idee da vorgestellt und die waren eigentlich alle sehr begeistert und haben auch selber noch Ideen gebracht. Es haben sich auch sehr viele engagiert, auch bei dem Requisitenbau zum Beispiel. Die TARDIS, also die Zeitmaschine, die haben wir auch selber gebaut. Und ja, es kam eigentlich sehr viel aus dem Orchester, was uns eigentlich sehr gefreut hat. Jetzt mal die Frage an den Orchesterleiter. Sie sind es ja wahrscheinlich gewohnt, ziemlich viel selbst in die Hand zu nehmen. Sie denken sich das Programm aus, Sie wissen ungefähr, was kann das Orchester, was passt jetzt gerade. Sie haben die Verantwortung ja auch für das Orchester. Wie ist das denn für Sie, wenn Sie plötzlich sehen, oh, ich muss mich da jetzt mal ein bisschen zurückhalten, ich versuche mal, mich nicht zu sehr einzumischen und die mal machen zu lassen. Wie war das für Sie? Ja, also das ist tatsächlich eine sehr spannende Erfahrung durch und durch. Also ich genieße es letztendlich, aber es ist spannend, das hat seine spannende Phase. Also in der Tat bin ich immer noch, selbst wenn ich die große Verantwortung übergebe und den viel Freiheit überlasse, bin ich immer noch verantwortlich, dass dann letztendlich das alles funktioniert und dann über die Bühne geht. Also hauptsächlich habe ich den einfach immer daran erinnert, welche nächste Aufgabe dann zeitgemäß fertig machen werden muss. Ja. Also die Jeunesse Musicale hat ja neue Unterlagen vorbereitet für diesen Wettbewerb. Gerade vielleicht auch zum 15-jährigen Jubiläum, und da gibt es eben auch eine Anleitung für den Jugendorchesterleiter extra, und hier steht drin, Sie sind gleichzeitig Coach, Moderator und Spezialist. Das heißt, für Sie ist die Rolle eigentlich ein bisschen gewachsen und gleichzeitig müssen Sie eben auch Vertrauen haben. Und dieses Vertrauen, ist es da oder muss es erst wachsen oder wie ist das? Ja, das ist da. Also ich habe das, wie Sie vorher gesagt haben, das habe ich auch mehrmals mit dem Orchester gemacht, natürlich mit unterschiedlichen Besetzungen, unterschiedlichen Teams, die das organisieren. Und ich habe dann über die Erfahrung gelernt, den Jugendlichen zu vertrauen. Das heißt nicht, den einfach machen lassen, aber das heißt einfach richtig wirklich begleiten. Und es ist wirklich sehr erfreulich zu sehen, wie das entwickelt, auch über ein halbes Jahr Zeit. Ja? Also am Anfang muss man viel Einsätze geben, einfach, ja, mach mal das oder probier das auch oder so. Und dann habe ich das wirklich dann allein gelassen und dann immer nur nachgefragt, also wie sieht es aus, wie kommt das Programm hervoran, wie sieht das Plakat, wie ist jetzt die Abfolge, die Reihenfolge der Stücke. Also ist wirklich, und dann ist es für mich dann auch ein schönes Erlebnis zu sehen, wie das entsteht und was das entsteht und einfach da dabei auch mit zu sein und wenige Organisationen machen zu müssen. Mussten Sie selber auch Schauspielen? Ich habe auch ein bisschen Schau gespielt. Ich spielte der Dirigent im Orchester, aber hatte auch ein bisschen Text zu lernen, ja. Okay. Hat es manchmal auch irgendwas gehakt? Also wenn man dann so in der Gruppe irgendwas macht und man muss viel arbeiten, ihr habt ja auch alle noch andere Sachen zu tun in der Schule und mit eurem Musikunterricht, da gab es auch mal so Punkte, wo ihr gesagt habt, oh, jetzt haben wir gerade eine Krise oder es gab mal ein bisschen Streit oder war irgendwie alles immer Freude und Sonnenschein? Ja, klar gab es auch schwierige Phasen. Wir hatten eigentlich auch ursprünglich das ganz anders gedacht. Also wir hatten zum Beispiel noch gedacht, wir machen einen Kreativwettbewerb. Und dann haben wir einfach gemerkt, dass das geht nicht, weil das geht einfach nicht von der Zeit her. Wir schaffen das nicht. Aber ich denke, das ist auch meine interessante Erfahrung einfach, dass man merkt, es geht nicht alles, aber irgendwie kriegen wir es trotzdem hin. Und am Schluss ist
wirklich was sehr Gutes rausgekommen, finde ich. Ich glaube, die Erfahrung machen viele von diesen Jugendorchestern, dass ganz am Anfang ist ein Riesenpool von Ideen da und was du sagst, ist ganz, ganz richtig. Man muss dann auch gucken, wo muss man abspecken, wo man lernt eben auch sozusagen, das mal einzuschätzen, was geht eigentlich und was geht nicht. Ne? Ja, genau. Ja. Jetzt gibt es ja von der Jeunesse Musicale noch was, eine Neuheit auch in diesem Durchgang des Jugendorchesterpreises. Die heißt, jedes Jugendorchester, das in die zweite Runde gelassen wird, bekommt ein Coaching. Und dieses Coaching darf sich das Jugendorchester gewissermaßen selber aussuchen. Also das Thema, wo wollt ihr ein Coaching haben, ist sozusagen die Wahl des Orchesters. Und dementsprechend wird auch der Mensch ausgesucht, der dann als Coach kommt. Was habt ihr gemacht in diesem? Dieses Coaching habt ihr ja schon wahrgenommen. Was habt ihr da gemacht? Wen habt ihr bekommen und zu welchem Thema? Also uns wurde der Kontakt zur Nina Wunder von der Jungen Oper Stuttgart übermittelt. Und sie hat sich dann einen Nachmittag lang im Januar, also 2 Monate vorm Konzert, mit uns hingesetzt und nochmal die gesamte Planung überarbeitet, weil wir zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit gekommen sind, wie wir eigentlich wollten. Und da hat sie uns schon sehr dabei geholfen, einfach nochmal bestimmte Punkte zu setzen, an denen wir manche Dinge fertig haben mussten, beispielsweise die Plakate oder das Programmheft. Also da hat sie, also wir hatten ja auch so einen Orchesterguide und diesen hat sie dann mit uns nochmal durchgegangen. Das zeige ich hier auch gerade mal. Genau. Das ist der Orchesterguide. Da steht ganz viel drin für das Orchester. Ratschläge, Hinweise, wie kann man es machen und so weiter. Und die seid ihr mit ihr sozusagen durchgegangen. Genau. Mhm. Und das ist jetzt, da ging es mehr um organisatorische Fragen oder um dramaturgische Fragen oder wo hat sie euch sozusagen weitergeholfen genau? Also vor allem in den organisatorischen Fragen hat sie uns sehr weitergeholfen. Sie hat uns auch verschiedene Ideen, also da sind auch einige Ideen dann entstanden, was wir noch machen könnten bei diesem Wettbewerb dazu, was wir davor uns nicht gedacht haben. Also es war ein sehr hilfreiches Treffen. Auf jeden Fall. Also hat was genutzt und ihr würdet sagen, also sozusagen die Botschaft an die Jeunesse Musicale, macht es weiter so. Ja, auf jeden Fall. Darf ich auch was dazu sagen? Also das war mir auch völlig neu, also zum ersten Mal und ich fand es sehr schöne neue Aspekte, weil natürlich, ich meine, ich begleite das auch, aber es ist mal was anderes, wenn die dann von jemand anders geführt werden und auch neue Impulse bekommen. Also ich fand das sehr schön. Mhm. Würden Sie als Orchesterleiter sagen, das machen wir jetzt immer so? Ich finde, also es hilft auf jeden Fall, ja. Warum nein, nicht? Ich meine auch das ganze Projekt, Partizipation, Verantwortung also der Orchestermitglieder. Also immer für jeden Konzert? Ja, für jedes Konzert. Also für jeden Konzert, dann ist die Spannung dann doch vielleicht für mich zu viel. Also wir machen das immer wieder. Okay, gut. Gleiche Frage an euch. Würdet ihr sagen, das machen wir nochmal? Also vielleicht nicht jedes Mal, so wie Herr Adiate das gerade gesagt hat. Aber würdet ihr sagen, wir hätten Lust, sowas nochmal zu machen? Oder sagt ihr, das war super, aber jetzt reicht's auch erstmal? Also nochmal würde ich es auf jeden Fall schon machen. Vielleicht wirklich so, also nicht jedes Mal, weil es schon echt viel Arbeit und da steckt man dann auch viel Kraft rein. Und das ist halt schon schwierig dann auch mit Schule und so. Aber es hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht auch und ich würde es auf jeden Fall nochmal machen, ja. Und hat es für das Orchester irgendwas verändert? Also ohne, dass ich das jetzt in den Mund lege, würdet ihr sagen, es hat im Orchester irgendwas bewirkt, das Umdenken oder atmosphärisch oder ist das einfach sozusagen ein Projekt und jetzt ist gut? Also auf jeden Fall sind die Leute, die jetzt in dem Projekt die mitgemacht haben und auch die, die bei kleineren Aufgaben geholfen haben, wie beispielsweise bei dem Bau von Requisiten, die sind um einiges mehr im Orchester jetzt auch eingebunden gewesen. Und es war auch ein schönes Gefühl zu wissen, dass so ein Orchester hinter einem steht, hinter so einem Konzert. Und ich denke, das hat auch das ganze Orchester ein Stück weitergebracht, einfach um sich als Gruppe auch zu fühlen. Okay, also vielen Dank für den Bericht. Wir warten noch auf das Ergebnis. Der Jugendorchesterpreis läuft ja noch. Und die Ergebnisse, wann bekommt ihr das? Wisst ihr, wann ihr hört, ob und was ihr gewonnen habt? Die Ergebnisse kommen am 31. Juli 2015. Aha. Okay, also wir wünschen viel Erfolg. Wir werden das natürlich jetzt genau mitverfolgen und fordern alle Jugendorchester auf, sich zu beteiligen, weil offensichtlich macht es Spaß und es bringt die Menschen auch weiter. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank, dass Sie da waren und uns ein bisschen darüber berichtet habt. Und wie gesagt, wir wünschen viel Erfolg. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.